Hallo, herzlich willkommen zu The Nosy Rosy am Dienstag. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Das Thema heute ist, sind Lesben männerfeindlich? Also ich hab mich das gefragt gehabt und ich bin eigentlich der grundsätzlichen Auffassung, dass es nicht so ist. Und dann habe ich mir einfach mal männerfeindlich bei Google eingegeben und da kam eine ganze Seite mit männerfeindlichen Witzen. Warum gibt es Männer? Weil Vibratoren nicht den Rasen mähen können. Dann, was möchtest du bei gutem Sex nicht hören? Hallo Schatz, ich bin zu Hause. Ha, 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 ha. Dann, es geht übrigens auch für Männer, also auch könnt ihr euch auch merken. Was haben Männer und Bodenfliesen gemeinsam? Wenn du sie beim ersten Mal richtig flach legst, kannst du den Rest deines Lebens auf ihnen rumtrampeln. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Witze einfach umgeschrieben worden sind. Die waren wahrscheinlich zuerst für Frauen da, weil mit Flachlegen sagt man ja eigentlich ja nicht. Ja eben, also da gibt es vieles und so. Und ja, es ist auch, es stimmt schon, dass das Klischee da ist, dass Lesben männerfeindlich sein sollten. Naja gut, sie hatten ja auch allen Grund dazu. Also wenn zum Beispiel Männer die Traumfrau wegschnappen und haben vielleicht Angst, dass Lesben ihren Platz einnehmen, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil eine Lesbe ist genauso eine Frau wie eine Hetero-Frau und ja, also auch wenn vielleicht manche Lesben ein bisschen männlicher sind, sind sie noch lange nicht richtig männlich. Also ja. Und deswegen ist es eigentlich totaler Quatsch, würde ich behaupten. Ja, gut, dann habe ich noch Post gekriegt, also nicht nur ich, sondern die ganzen Nosy Rosies. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Also da steht von, also es wird geschrieben SVHHHH. Ich zeige euch das mal schnell. Hier, ne? Genau, könnt ihr sehen. Also. Die schreibt, seid ihr ins Sommerloch gefallen? Wie wär's mal wieder mit informativen Themen? Homosexualität im Alter, Verhütung unter Lesben, Kinderwunsch, wie sieht The Nosy Rosy in 5 Jahren aus? Das erste Mal, lustige Situationen, die einen schon mal mit seiner Sexualität widerfahren sind. Und es gibt so viel. Traut ihr euch, auch mal kontrovers zu werden? Liebe Grüße. Ja. Also, es ist für uns natürlich schwierig, dass wir immer die besten Themen zur Verfügung haben und manchmal ja, sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen, dass ihr uns eben ein paar tolle Themen sendet und naja, viele Themen, die wir bei uns im Terminkalender haben, sind natürlich auch von euch, weil wir versuchen, die natürlich zu berücksichtigen. Und naja, da passt dem einen das eine Thema mal nicht und dem anderen das andere wieder nicht. Aber ich muss sagen, SVHHH, also die Themen, die du jetzt da genannt hast, die sind wirklich interessant. Also besonders die Homosexualität im Alter finde ich sehr gut. Und ja, das erste Mal. Und ja, ich finde es wirklich sehr gute Vorschläge. Und ja, jetzt hat Jen, oder wir haben gemeinsam, also wir haben gemeinsam einen Entschluss gefasst, wir wollen in die Sommerpause gehen. Weil auch eine Nosy Rosy braucht mal Ferien. Und ja, und in dieser Zeit werden wir nicht nur unter Palmen liegen, sondern wir werden uns auch ein bisschen überlegen, welche Themen für die nächste Zeit gut wären. Werden uns da vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch absprechen, obwohl das immer sehr schwierig ist, weil ihr wisst ja, wir wohnen da so einige Kilometer weit auseinander, außer jetzt Jana und Mine, aber die kriege ich irgendwie im Moment auch nicht so zu Gesicht. Wir sind auch ziemlich beschäftigt. Wir setzen uns vielleicht mal zusammen, wenn das vielleicht nochmal in der Zeit klappt und oder telefonieren miteinander. Und ja, dann werden wir sehen, was wir da auf die Beine stellen können. Worauf ihr euch auch freuen könnt, wir wollen eine Montags-Rosie haben. Lasst euch mal überraschen, wer das sein wird. Ich kann nur sagen, dass es die Zweitplatzierte wird.
von The Nosy Rosie, also von dem letzten Wettbewerb, ja. Und ja, es gibt noch irgendwas, wollte ich glaube ich noch sagen. Aber eben, wir sagen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Pause. Und zwar eben ab nächster Woche. Das heißt, wir sind, also ich hatte das auch genau aufgeschrieben eigentlich. Na, wo haben wir es denn? Wir machen vom 27. Juni bis zum 17. Juli Ferien. Das sind 3 Wochen Pause. Und nach diesen 3 Wochen haben wir dann eben auch eine neue Montags-Rosie. Starten also, kommen also neu durch und mit neuem Elan sind wir dann wieder zurück. Ich habe noch eine Frage an euch. Sogar 2 diesmal. Also eben erstmal, kennt ihr männerfeindliche Lesben? Also ist euch schon mal eine Situation, habt ihr schon mal eine Situation gesehen, wo eine Lesbe einen Mann diskriminiert hat oder eben sehr männerfeindlich reagiert hat? Im Moment sind ja 4 oder 5, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 ganz besondere Damen im Playboy. Und zwar sind das 5 Fußballspielerinnen aus der Nationalfußballmannschaft von Deutschland. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Ich so, ja, die sollen zeigen, was sie haben. Und ja, finde ich geil. Also hab ich was zum Gucken. Oder sagt ihr so, ja, wieso machen die denn das bitte? Also ich meine, ziehen sich denn Männer, haben sich irgendwelche Fußballer schon vor der WM irgendwo ausgezogen, haben das schon mal Männer gemacht? Was hat denn das für einen Hintergrund? Machen die das, damit sie nicht als Mannsweiber abgestempelt werden? Ist das ein Rückschlag für die Emanzipation der Frau, dass Frauen es immer noch nötig haben, sich auszuziehen und eben wieder so ein bisschen auf das Sexobjekt reduziert werden? Ja, also ich meine damit einfach so, ja, was denkt ihr, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, findet ihr das total scheiße, würdet ihr das irgendwie anders machen? Ja, was möchtet ihr denn den Fußballerinnen sagen, die das gemacht haben? Das würde mich mal sehr interessieren. Und dann noch ein kleiner Tipp, ich wollte heute an den Kiosk gehen und wollte mir das neue Panini Fußballheft kaufen. Dann komme ich da hin und was ist? Schon ausverkauft. Ich werde mir das dann aber morgen holen. Morgen soll es also wieder da sein. Und ja, falls ihr Lust habt, mit mir Panini-Bilder zu tauschen, bringt mal eure Wünsche an, wen ihr haben wollt. Und ich bringe dann meine Wünsche an. Ich glaube, das wird wieder mal ganz witzig. Klar kann man sagen, das ist einfach eine Geldmacherei und so. Aber ja gut, ich meine, alles ist schlussendlich eine Geldmacherei. Und wenn es einen Spaß macht, wieso nicht, oder? Jetzt habe ich noch was, meine Lieben. Und zwar habe ich noch eine Nachricht gekriegt. Also, da hat mir The Shy Tea geschrieben. Oh. Geschrieben. Und zwar in den Kommentaren. Kann ich mal hier zeigen. Da steht, hey Laura, ich habe mal eine Frage an dich. Du hast gesagt, dass du nicht mit allen Leuten darüber redest, dass du lesbisch bist und dass du auch nicht unbedingt willst, dass es jeder Mensch weiß. Aber hast du denn keine Angst, dass die Leute, die es noch nicht wissen, hier über YouTube erfahren? Das kann ja schließlich jeder ansehen. Ja, da hast du recht, The Shy Tea. Also ich meinte damit eigentlich weniger, dass ich das irgendwie geheim halten möchte oder so, sondern ich meine, wer mich hier auf YouTube sieht, der weiß es dann eben. Aber ich meinte damit, dass ich das jetzt nicht jedem unter die Nase reibe, sagen wir es mal so, also irgendwie, dass ich irgendwo reinkomme und sage, ja, hallo, ich bin die Laura und ich bin lesbisch. Wenn mich jemand das fragt, dann antworte ich natürlich. Aber wenn wir noch nicht zu dem Thema gekommen sind, dann muss ich das nicht gleich erzählen. Wieso sollte ich auch? Ich meine, ich erzähle auch nicht, dass ich aus der Schweiz komme, wenn wir nicht auf dieses Thema gekommen sind zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, wie ich das meine. Ich hoffe es. Weil das ist immer so eine Angelegenheit. Also eben. Sagen wir es mal so, also wenn man mich länger kennt, dann weiß man das auf jeden Fall auch, dass ich eine Freundin habe, dann weiß man das auch und dann kennt man mich auch ganz gut. Und wenn man mich aber noch nicht so gut kennt,
und es noch nicht zu dem Thema gekommen ist, dass wir da, dass ich eine Freundin habe, dann, dann ist es noch nicht dazu gekommen. Ich habe nicht das Bedürfnis, es jedem auf die Nase binden zu müssen. Aber ich sage mal so, früher oder später kommt es sowieso dazu, dann sage ich das auch selbstverständlich. Ich will ja auch kein Geheimnis draus machen. Das ist nicht der Fall. Ich höre es auf. auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal wunderschöne Ferien. Könnt also auch Pause machen. Müsst nicht immer so viel vorm Computer rumhängen. Und dann würde ich mal sagen, das wäre es gewesen für heute. Also ihr Lieben, macht's gut, genießt die Zeit, genießt die Sonne. Heute ist Sommeranfang. Da werde ich auf den Sommer anstoßen und natürlich auch auf euch. Ich habe euch ganz doll lieb und wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Ja? Okay, super. Okay, macht's gut. Also, tschüss.